Auf zur dritten Hauptstadtmesse der Fondsfinanz, einem der wichtigsten Treffen der Versicherungs- und Finanzdienstleisterbranche. Sie findet auch dieses Jahr wieder im Estrel Hotel Berlin, Europas größtem Convention Center, statt. Vermittler, Aussteller und die Fondsfinanz nutzen die Gelegenheit, sich pünktlich zum Jahresendgeschäft über Neuigkeiten auszutauschen. Ich bin sehr zufrieden mit den Gesprächen bisher. Ich freue mich auch über die besonders hochqualitativen Vorträge, auch bezüglich Rechtssicherheit für Makler und Weiterbildung, die besonders gut angenommen werden. Traditionell stellt die Fondsfinanz auf der Hauptstadtmesse ihren Jahresabschluss vor. Und der kann sich wieder einmal sehen lassen. 2011 war für uns ein super Jahr. Wir haben im Grunde ein neues Rekordjahr erzielt. Unseren Umsatz konnten wir um mehr als 40% steigern auf 109 Millionen. Und ganz besonders freut mich, dass wir sehr nachhaltig waren, dass wir unseren Gewinn gleichermaßen um 60% steigern konnten, nämlich auf über 10 Millionen, was für uns ein absoluter Rekordwert ist. Ein Schwerpunkt der Messe ist die Rechtsberatung für Vermittler. So beantwortet unter anderem Norman Wirth, Fachanwalt für Versicherungsrecht, die Fragen der Vermittler. Viele Vermittler kommen und fragen nach prophylaktischen Themen, sage ich mal. Ja? Also Maklervertrag, wie kann man Haftung vermeiden für sich, aber auch für seine Kunden, dass die keinen Schaden haben. Und als Hauptthema erleben wir dieses Jahr eben die Fragen rund um den 34F-Gewerbeordnung, der zum 01.01. in Kraft tritt. Viele Fragen, die beantwortet wurden, viele Kontakte, die geknüpft und gepflegt wurden und viel Wissen, das dazu gewonnen wurde. Ein Besuch der Hauptstadtmesse ist für Vermittler unverzichtbar. Die Vorträge waren super. Also war diesmal auch von der Menge ganz gut. Man hat gute Sitzplätze bekommen und die vortragenden Leute waren schon 1A. Wir sind jetzt schon dritte Jahr hier, immer gut. Ne? Das Angebot wird immer reichhaltiger, sind immer mehr Leute da. Ne? Also top. Die unterschiedlichen Anbieter, das ist einfach eine riesen Möglichkeit, ist, sich zu informieren. Also für mich ist es ein Muss, hier bei der Hauptstadtmesse dabei zu sein, weil die Fondsfinanz ist einfach, muss man ganz ehrlich sagen, geiler Laden. Das Highlight zum Messeende. Die Rede von Walter Riester, dem ehemaligen Bundesminister für Arbeit. In seinem Vortrag »Die Sicherung der Altersvorsorge – Riester-Förderung als Erfolgsmodell« erläutert er, warum aus seiner Sicht die aktuelle Kritik an der Riester-Rente nicht greift. Ich bin hier, weil hier die Menschen sind, die die Bürgerinnen und Bürger beraten in Altersvorsorgeprodukte. Und ich möchte Ihnen sagen, was der Gesetzgeber wollte. Ich möchte Sie möglichst gut informieren. Und das sind für mich die Schlüsselmenschen für Beratung. Und deswegen freue ich mich über diese Einladung und die Möglichkeit hier zu haben, auch Dinge zurechtzurücken, die teilweise wirklich falsch dargestellt werden. Nach einem rundum gelungenen Tag haben Vermittler und Aussteller nun allen Grund zu feiern. Dazu lädt die Fondsfinanz in den exklusiven Berliner Club Felix ein. Der gebührende Abschluss der Hauptstadtmesse 2012.